Hallihallo und ein herzliches Willkommen, meine Lieben, zurück bei Sip City. So, ich bin wieder hier im Sandgebiet. Die Easy ist zu Hause, beziehungsweise auf dem Weg jetzt zum Farmen. Ein herzliches Willkommen auch von mir hier zurück bei Sip City. Ja, es geht weiter. Ich bin endlich mal zu Hause nach 10 Folgen oder so. Ja. Wir wollen ja quasi jetzt den Spawn bauen. Wir müssen ja einen gescheiten Spawnpunkt haben. Falls doch Leute sterben, das passiert immer noch häufiger. Das habe ich so nachgeprüft, dass so alles stirbt. Oh ja. Und ja, und natürlich auch, wenn irgendwann natürlich neue Leute auf den Server kommen, dass die auch den Spawn haben. Jojojo. Ich sehe schon in den Kommentaren, die neue Leute, die kann mitmachen. Ja, man kann irgendwann auch mal tatsächlich mitspielen. Und hier gemeinsam. Statt richtig groß baue. Ja, die richtig groß. Die ganze Minecraft-Welt wird zugebaut. Kommt ja. Alter. Alter Vater. Es kommen ja noch PvP-Arenen dazu. Es kommen ja auch noch Jump-and-Run-Arenen dazu. Aber alles mit der Zeit. Wir cheaten nicht. Wir machen alles selber von Hand. Dementsprechend dauert das Ganze ein bisschen. Und ja. Man kann immer noch sagen, irgendwann nach 20, 30 Folgen kommen die ersten zwei drauf, je nachdem, wenn wir jemanden brauchen. Ist immer so. Es gibt Anfragen auf jeden Fall schon von meiner Seite aus. Von daher, wir werden sehen. Wenn ihr natürlich Bock drauf habt, verfolgt einfach das Projekt, schreibt mit uns und habt Geduld. Könnt ihr? Ah, Geduld. So, ich würde mal sagen, hier ist bauen, da. Eigentlich wäre natürlich den Berg wegkratzen, wo wir eigentlich bauen und da, den ist mal ein bisschen erhöht aber noch, aber trotzdem. Also man muss halt denken, dass der Spawn halt die Mitte der Stadt ist. Ja, das ist halt hier der Berg, wo wir ja eigentlich normal spawnen, ganz gut. Das ist ja dieser kleine Dreckberg neben. Genau, den nur halt ein bisschen runter, so auf 2-3 hoch, dass wir Treppen sind, dann wäre auch hier die Wasserstelle, die wäre dann hier unten. Okay. Ich würde die Wasserstelle ganz gerne in den Tempel mit einbauen. Ja, den kann man ja selber denn machen. Ich weiß noch damals, auf Tylot-Server haben wir ja sowas gemacht. Genau. So ein Schwimmbadmäßig so. Oh, schöne Zeiten. Oh ja. So, dann werde ich hier den Berg radikal machen. Mach das mal. So, muss ich erstmal. Oh, das mit Kohlefarmen, das ist ja wirklich, das kannst du echt vergessen. Ja. Ja, wenn du Kohlewerkzeug hast, hey. Kohlewerkzeug. Kohlewerkzeug. Gold. Beweis, vielleicht hast du doch Kohlewerkzeug. Ich mal ganz gerne damit. Ich hab Kohlewerkzeug. Baut zwar schneller ab, aber geht ums Zehnfache schneller kaputt. Kannst ja verzaubern. Aber wir haben keinen Verzauberungstisch. Scheiße, was? Lass mich Bäume weg. Bäume müsst weg. Bei den Bäumen ist halt auch wichtig, dass wir die Setzlinge aufsammeln. Aber da haben wir, glaube ich, genug gesammelt. Ja, das macht nichts. Der Förster muss dann nämlich Wälder anbauen. Genau. Und muss, und das ist wirklich ein Muss, jeder hat seinen Job und jeder muss einmal wirklich alles, was es gibt, bekommen. Sprich, der Bauer muss alle Nutzpflanzen einmal haben zum Züchten. Der Förster muss jede Baumsorte einmal haben. Der Schmied muss alle möglichen Waffen und Rüstungen haben und so weiter und so fort. Ja, das ist natürlich eine Sache. Das wird auf jeden Fall lange dauern. Alles hat. Genau. Gibt auch natürlich seltene Sachen und das ist halt. Oh, da hat man wenigstens Herausforderungen. Natürlich gibt es Leute, die dir natürlich helfen können. Genau. Kein Und dann Problem. Kommt dann eben ihr ins Spiel. Irgendwann wird es dann soweit sein, dass wir sagen, okay, wir würden ganz gerne mit mehr Leuten spielen und somit haben wir dann auch Unterstützung, wenn ihr dann mitspielt. Es würden dann eben Unterstufen für die jeweiligen Berufe eingeteilt werden. Sprich, dass der Förster noch jemanden bekommt, der speziell Wälder anbaut oder sich auf die Suche nach neuen Pflanzen begibt und so weiter und so fort. Weil irgendwann sind wir ja so viele Leute, dass einer das nicht mal alleine packt. Das geht einfach nicht.
Deswegen brauchen wir irgendwann auch euch. Aber das mit der Zeit auf jeden Fall. So, jetzt nicht anfangen. Ja, aber ihr habt gesagt, uns schwört. Wir haben es erwähnt. Oh. Genau. Geduld ist immer. Die braucht man. Geduld. Was ist Geduld? Ja, stimmt, die hast du auch nicht. Ich weiß. Genau, das natürlich ist auch ein Fremdwort. Ja. Und das. Der Einzige, wo Geduld hat, ist ich wahrscheinlich. Ich dachte, wir wollen umziehen. Ja, genau. Ich bin in die Hose gegangen. Ja. Durch meine Geduld bin ich in die Hose gegangen. Sollen das heißen, ja? Ja, also das ist so. Ich hab schon extra ordentlich geguckt, weil ich mir gedacht habe, ja nee, es muss ja für den Kai auch passen. Ich habe ja, war ja auf der Suche nach einer Wohnung. Der Kai, ja jetzt chill doch mal. Mach doch mal langsam. Ja, und? Und ich dachte mir so, Alter, ich will jetzt umziehen. Nicht erst in 5 Jahren. Ja. Und wir sind in der jetzigen Wohnung erst, ja. Kommt jetzt hin. Ja, ist am 15. war es ein Jahr. Genau. No. Natürlich, wenn wir aus der Wohnung raus, dieses klein, wir brauchen was Größeres haben, aber muss natürlich auch mit Arbeit und so zusammenpassen. Da halt gerade in letzter Zeit viel passiert ist, ist halt ein bisschen schwierig, ganz so zu planen. Die meinen Channel verfolgen, haben das ja mitgekriegt mit meinem Auto. Das sind halt auch so zusätzliche Dinge. Ich jetzt gucke, wie ich das mache. Das kriegen wir alles hin. Ja. I'm a Barbie Girl. Ich weiß nicht wieso, ich habe die ganze Zeit das Lied im Kopf. It's fantastic. Nein, Lippenplastik. Was für Plastik? You can wash my hair and trust me everywhere. Imagination. Come on, Bobby, let's come, Bobby. Ich weiß, warum ich das im Kopf habe. Ich habe vorhin auf Facebook ein Video gesehen, wie beim Militär die gestampft haben. Okay. Und dann so im Ding: Come on, Bobby, let's go party. Und dann alle im Hintergrund: yeah. Das sah so genial aus. Und dann sagt der Vorderste: sagt, Armer Barbie Girl war schon richtig tief und dann der ganze Hintergrund im Laufschritt. In a Barbie World. Und den ganzen Refrain haben sie dann einfach mitgesungen. Voll geil. Ja, das war noch Zeit. Viele kennen das gar nicht mehr. Wenn du diese komischen Kaktusgebüsche, was auch immer das sein sollen, den Sand unter ihnen wegbaust, kriegst du Stickies raus. Oh my goodness! Oh mein Gott, Erfahrung! Kelly. Oh, mein Arm schläft schon wieder ein. Er muss den aufwecken. Muss mir da was einfallen lassen. Vielleicht fällt euch ja was ein. Dadurch, dass mein Arm immer hier halt so aufliegt, hier auf der Kante. Von dem Tisch schlägt mir immer hier so diese Seite hier komplett ein. Das ist richtig assi. Assi, schwör. Es wird dunkel. Hab ich auch gesagt. Egal. Ist gut. Das ist egal. Hör nicht auf mich. Egal. Hör nicht auf dich hören, du bist ein Mann. Bin ich dann nochmal? Hä? Die hört nie auf mich. Aber dann, wenn es zu spät ist. Okay, oh Gott. Oh, ab ins Bett. Kannst jetzt nicht schlafen, doch jetzt kann ich schlafen. Ich schlafe, ich guck den Sonnenuntergang an, ist doch schön. Richtig schön. Ja, ich auch. Schön. Yeah. Come on, Bobby, let's go, Bobby. Wow. Oh Mann, hey. Das waren noch Zeiten, ne? Ey, ich fühle mich das alt. Wie ich das Lied gefeiert habe. Ja, das war so, da hat jeder mitgegrölt. Gronkh hat vorhin ein Video hochgeladen von den Machern von Monkey Island. Dann sagt der halt eiskalt, ja, es sind 25 Jahre schon. Nee, 30
30 Jahre her, wo das erste Monkey Island rauskam. Ja. 30 Jahre! Ja. Such a life. Such a blödes life. So, mal Wild Paufeln. Ich glaube, es wird keine Generation geben als unsere, die so schnell und so schlimm in die Midlife-Crisis kommt. Ach, die haben doch jetzt schöne Sendungen. Wow, mitten im Leben. Nichts Besseres. Jeden Tag. 30, 15, 75. 80, 90, 230, 1000. Ach, keine Ahnung. Warum nimmt man so eine Assi-Postleitzahl? Wer kommt auf so eine beknackte Idee? Ach ja, damit die Leute sich's merken, packen wir einfach die Postleitzahl rein, weil jeder hat sowieso Probleme, Postleitzahlen sich zu merken. Ja, ich kann eine. Ja gut, ich kann zwei mittlerweile, aber trotzdem. Wo ich jeden Tag Postleitzahlen zu tun habe. Daher merken ist nie meine Stärke. Berg ist auch demnächst weg. Schön, nicer. Kaufen Sie jetzt. Haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen, ne? Nicer Dicer Werbung. Nicer Dicer. Nee, was kam letztens? Was kam da letztens? 5G69. Pose dazu, wir machen. 5G. Ja, aber das ist jetzt ab 18, jetzt dürfen wir es nicht mehr hochladen. Oder ab 18 schalten. Wir haben kein www und kein .de dahinter gesetzt. Werbung, wir kriegen 1 Million Euro. Oh ja, stimmt, der FremdG69, wir haben Werbung für euch gemacht. Ich Product hätte Placement. Ja. Premium Live Account. Was? 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 Premium Live Account. Das testen aber natürlich nur, ja. Ja. Ja, die Leute testen, die dort. Oh Mann. Ob es da auch Tester gibt? Ja, im Handel gibt es ja quasi Kunden, die vorbeikommen, die testen. Da wirst du bewertet, ob es da auch solche gibt. Ja, gut, aber ich denke mal weniger für die Leute, die halt dann sich anbieten, als eher für die Leute, die das den Server zum Beispiel verwalten oder sowas. Ja, vielleicht sagen sie, ja, wir müssen gucken, ob sie wirklich so gut ist, sie bewertet worden ist. Keine Ahnung, vielleicht gibt es auch. Ich möchte gern wissen, ob sie wirklich so gut an Lollis lecken, wie sie es in der Beschreibung geschrieben haben. Genau. Ja. Ich habe gerade echt versucht, es zu umschreiben. Oh, yes, das ist gut. Gar nicht so einfach. Warum? Oh, meine Heilige. Bin hier auf Stein getroffen. Auf Stein! Mein Inventar ist fast voll. Sehr schön. So, nein, dein Stein, du musst weg sein. Ein Stein, bei Stein. Ein Kleinstein. Wird eigentlich aus Kleinstein? Ein Geo-Rock. Ein Geo mit einem Rock. Gut. Wir haben jetzt gerade so ein rosa Tiki vor. So, ja, so ein Steinklumpen mit einem rosa Tiki. So. So gut, ja. Man immer ein auf. Ja, das kommt von den Medikamenten. Genau, immer auf was anschieben. Wenn du mich nachts schlafen lassen willst und nicht genau. deine Stinkerhaxe mir ins Gesicht neidriger der. Genau, sagt die, wo es 3/4 vom Bett benutzt. Weil das Bett schmeißt, obwohl das Bett 2 Meter breit ist. Du wolltest das große Bett haben für dich? Genau! Wir geben das Bett zurück, wir nehmen das alte wieder. So. Okay.
Mein Gott. Vermisst mein Folgenende. Das Folgenende. Vermisst das alte Bett. Folgenende. Mir scheißegal. Mach die auf. Nein. Ich knallhart mache jetzt über Überstunden. Mein Lieben, Dankeschön fürs Zusehen. Bis ich mach die Abmoderation. Bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Ciao. We got millions of reasons to let it all go. Hope we're not too broken.